Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich brauche Rat von euch. Ich baue da so eine kleine Umfrage ein, hier irgendwo in der Ecke mit diesem komischen i, wo man draufklicken kann. Und dann bitte, bitte ratet mir doch, was ich tun soll. Und was die Mehrheit sagt, das wird gemacht, weil ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich krieg's überhaupt nicht hin. Und da ihr diejenigen seid, die das Ganze dann hinterher angucken müssen, also nicht nur, ich auch, sagt mir doch bitte, soll ich das Teleobjektiv mitnehmen oder lieber den Camcorder? Ja? So, folgendes Problem. Ich möchte gerne Tiere fotografieren. In Grönland. Ja? Also wenn Tiere da sind, dann, was heißt fotografieren? Ich würde sie gerne in Bildmaterial festhalten. Ja? Wenn sie welche da sind. Dass welche da sein werden, ist relativ wahrscheinlich. Und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten. Nehme ich das Teleobjektiv, dann habe ich die Chance auf wirklich schöne Bilder von schönen Tieren. Bilder meint Fotos. Ja? Nicht bewegt Bild, sondern statisches Bild. Aber wirklich gute Qualität und potenziell echt schöne Bilder. Da hätte ich schon Bock drauf. Nachteil, Teleobjektiv. Ich brauche trotzdem, auch wenn ich das auf die Kamera geschraubt habe, für richtig gute Aufnahmen fast schon ein Stativ und nur unter wirklich, wirklich super guten Lichtbedingungen und entsprechend ein bisschen Zeit für die Einstellungen kann ich mit dem Teleobjektiv ein wirklich schönes Foto von einem Tier machen, ohne Stativ zu brauchen. Problem, so ein Tier taucht gerne mal spontan auf, sieht dich, oh, bleibt kurz stehen und dann haut es auch schon wieder ab. So. In dem Moment habe ich bestenfalls realisiert, oh, Tier! Und fange gerade an meiner Kamera rumzubasteln, um das Objektiv zu wechseln, um das Teleobjektiv draufzuschreiben. Ist das Tier nun noch da, dann haue ich normalerweise auf den Auslöser bis wie geht, ne, und haue 30, 40, 50 Bilder raus und versuche halt besagtes Tier dann doch so einigermaßen halt hoffen, dass dann wenigstens 1, 2, 3 gescheite Bilder von diesen 50 dabei sind, ne. Das kann man schon so machen, es hat sich aber, seit ich eben mit diesem Objektiv und dieser Kamera zusammen experimentiere, herausgestellt, das klappt wirklich nur in etwa einem Drittel der Fälle, dass ich mit dieser Methode wirklich ein vernünftiges Bild hinkriege. Also ein wirklich vernünftiges. Und oft sind sie etwas unbefriedigend, weil etwas unscharf. Weil das Ding hier hat null Bildstabilisierung, überhaupt keinen Bildstabilisator. Und wenn man weit ranzoomt, dann ist so ein Bildstabilisator aus heutiger Sicht sowieso Pflicht. Damals gab es das einfach nicht. Ja, musste man halt irgendwie damit leben, beziehungsweise man brauchte dann halt zwingend ein Stativ, wenn es ein vernünftiges Bild sein soll. Und da ich hier mit alter Technik arbeite, gilt das heute jetzt genauso für mich. Ich brauche zwingend ein Stativ, wenn ich ein richtig gescheites Bild machen will. Die Chancen, dass das Freihand funktioniert, sind relativ gering. Aber mit Stativ, mit Zeit, mit einem Tier, das nicht sofort wegrennt, besteht schon die Chance, ein wirklich schönes Bild zu machen. So, des Weiteren, das Ding hat zwar vergleichsweise viel Zoom, und damit kann man schon arbeiten, aber heutzutage gibt es Systeme, die haben noch mehr Zoom. Und je mehr Zoom, gerade bei Tieren, die potenziell weit weg sind, desto größer kriegst du die aufs Bild, desto potenziell besser. Also aus meiner Sicht. Ja, wer anderer Meinung ist, der möge die Kommentarfunktion nutzen. Aber Möglichkeit 2. Dieses Teil, das ist eine Canon Legria Schieß mich tot, das sind diese Camcorders. Ich habe meine Anfangszeit auf YouTube immer mit solchen, Camcorder-Dingern gearbeitet. Was hat er denn jetzt? Ah, er sagt, dass er keine Speicherkarte drin hat. Und die Teile haben schon einen Mordzoom. Ich zeige euch das gleich. Das ist schon beeindruckend. Die Bildqualität, also von der Auflösung her, von den Farben, von der Sättigung und so weiter und so weiter. Ja, die ist nicht ganz so gut wie das, was meine Spiegelreflex eben entsprechend tut. Also für mich ist es schon ein sichtbarer Unterschied. Fotografieren kann das Ding im Übrigen so gut wie gar nicht. Es macht zwar theoretisch Fotos, aber das kannst du vergessen. Soll heißen, die Alternative hier bedeutet mehr Zoom, bedeutet die Möglichkeit, keine Bilder zu machen, dafür aber vernünftig filmen zu können. Das ist auch der Knackpunkt. Mit dem Ding
Filmen geht Freihand überhaupt nicht. Das kannst du vergessen. Das sieht scheiße aus. Ja? Völlig unmöglich. Da musst du vorher irgendwelche schlimmen Drogen nehmen, damit du das ertragen kannst, was da dann an Filmen rauskommt, weil das dann derart wackelig ist. Das kannst du wirklich vergessen. Mit dem Stativ geht's. Und da haben wir wieder das Problem. Habe ich Zeit und habe ich die Möglichkeit, mich ausreichend vorzubereiten, dann kann ich mit dem Teleobjektiv richtig gute Filmaufnahmen machen. Mit dem Ding bleibt's alles 2 bis 3. Ne? So 2 bis 3 Niveau, so ungefähr. Also bestenfalls vielleicht noch 2er Niveau. Und hiermit kriege ich 2 plus. Und für meine persönliche, das ist nur mein persönliches Ranking, ja, von dem, was möglich ist, ohne unglaublich viel Geld für Profikamera-Equipment auszugeben. Ja, das spielt einfach, das geht einfach nicht. Das ist keine Option, aber bis 1 bis 2. 1 bis 2 habe ich auch schon hingekriegt mit dem Ding. Ja, schwierig, ne? Kann klappen. Klappt fast immer. So ein bisschen. Mehr Potenzial nach oben, weniger Potenzial nach oben, weniger Potenzial zum Versagen, auch mehr Zoom. Und jetzt spielt natürlich auch noch das Gewicht eine Rolle. Das da ist ungefähr 200 Gramm schwerer als das da. Insbesondere, weil hier noch so eine schöne Hülle dazu muss, die würde ich hier nicht unbedingt mitnehmen müssen. Weil das Ding ist alt, alte Technik. Wenn es kaputt geht, ich benutze es quasi fast so gut wie gar nicht mehr. Ist also nicht so dramatisch. Das darf mir nicht kaputt gehen, weil das brauche ich auf jeden Fall noch. Das heißt, das müsste ich entsprechend dick verpacken in so einem entsprechenden Objektivköcher, der auch nochmal 80 Gramm oder 85 Gramm oder sowas wiegt. Wir haben also etwa 300 Gramm Gewichtsdifferenz zwischen den jeweiligen Systemen. Das hier ist die leichtere Variante. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal kurz die Resultate. Gehe da ans andere Ende vom Keller, ne, Richtung Boxsack, Richtung Flipchart und habe hier drüben einen Hirsch, den Origami-Hirsch, den kennt der ein oder andere. Der hängt inzwischen bei mir im Keller, früher hing er in Evelyns Wohnung. Jedenfalls, wir werden den Origami-Hirsch fotografieren mit Tele. Fotografieren spare ich mir mit dem Ding. Freihand. Und dann nochmal mit Stativ. Dann werden wir ihn filmen mit Tele, Freihand. Das sieht grottenhaft aus. Dann nochmal mit Stativ. Und dann machen wir das gleiche mit dem Ding. Und dann werden wir sehen, der Unterschied zwischen Freihand und Stativ. Es gibt einen. Aber hier sind das Welten und da nicht so dramatisch. Ja? So, und das setzen wir jetzt mal kurz diesen Plan um. So, hier jetzt mal erstmal ein Bild Freihand mit dem Teleobjektiv und der Spiegelreflexkamera fotografiert. Leicht, ganz leicht unscharf, so wie ich das sehe. War halt wie gesagt Freihand. Und hier nochmal mit Stativ, meiner Meinung nach die Belichtung ein kleines bisschen besser getroffen. Ich habe da auch nicht groß rumgespielt, das mehr oder weniger vollautomatisch gemacht. Aber Schärfe passt, ne? Zumindest an der Stelle, wo es scharf gestellt ist, ist klar, dass da ein gewisses Tiefenschärfeproblem auftritt bei dem Zoom, den ich da verwendet habe. So, und hier das fröhliche Gewackel vom Freihandfilmen. Ziemliche Katastrophe. Wie gesagt, das geht überhaupt nicht. Das kann man einfach nicht machen. So, jetzt kommt gleich ein kleiner Schnitt. Dann wackelt es nochmal ganz kurz. Hier, seht ihr? Da wackelt es noch ein bisschen. So, und jetzt hört es auf. Weil tatsächlich das Auslöserdrücken allein auf dem Stativ schon diese Wackelkamera erzeugt. Ne? Lediglich, wenn es wirklich ganz ruhig steht, dann haben wir auch ein perfekt ruhiges Bild. Und wenn sich jetzt hier irgendwas bewegt hätte, dann hätten wir das auch entsprechend ganz gut sehen können. So, hier jetzt übrigens auch nochmal mit Ton, damit ihr nochmal einen kleinen Tonvergleich habt. Ich habe jetzt auch kein Richtmikrofon dran, das geht auch gar nicht an dem Ding. Halte Freihand und hier jetzt ohne Zoom, wie man sehen kann, das geht schon relativ gut. Also die Mikro-Vibrationen meiner Hand,
die werden jetzt durch den Image-Stabilisator, also Image-Stabilizer, oder wie auch immer man das aussprechen mag auf Englisch, werden hier jetzt ganz gut rausgerechnet. Wir zoomen ran und befinden uns so ungefähr auf dem Level, was auch die Spiegelreflex geschafft hat mit ihrem Zoom. Jetzt habe ich hier aber noch Möglichkeiten, ne? Allerdings muss man sagen, viel mehr Zoom ist es nicht. Ein kleines bisschen mehr Zoom ist es. Und hier weiß ich jetzt nicht, ob da nicht schon ein klein bisschen Digitalzoom drin ist, ne? Also ich finde die Bildqualität zwischen fast Maximum Zoom und Maximum Zoom, die leidet schon ziemlich. Ich versuche das jetzt so ruhig wie möglich zu halten. Das habe ich bei der Spiegelreflex auch gemacht. Bisschen können wir noch ranzoomen. Ja, so. Also in etwa haben wir den gleichen Zoom mit noch einer kleinen Notreserve. Dass wir hier also noch ein kleines bisschen näher rankommen. Ne? So. Und das ist das Resultat. Ich finde allerdings von der Wackelung her, das geht, ja. Also da kann man das Tier definitiv erkennen. Auch wenn ich es freihand filme. So, jetzt setzen wir das Ding noch mal einmal kurz auf Stativ und dann zeige ich euch das auch noch. So, da sieht man jetzt natürlich null gewackelt, ist klar. Ist ja auch auf dem Stativ, wieder mit Maximalzoom, wieder vom gleichen Ausgangspunkt wie eben mit der Spiegelreflex. Und das ist das Resultat und Fotos machen kann ich mit dem Ding halt eben nicht. So, zurück zum Weitwinkelobjektiv. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Jedenfalls folgendes. Solltet ihr euch jetzt wahrscheinlich bei der Geschichte, die ich da jetzt gerade abgefilmt habe, für die Handkamera, ne, für den Camcorder, die Legria, entscheiden wollen, muss ich noch darauf hinweisen, natürlich kann ich jetzt mit meinem Spiegelreflexobjektiv, ne, von dem Hirsch kein gescheites Foto machen, das deutlich besser ist als das, was die Legria aufnehmen kann, weil das ist ein scheiß Papphirsch. Also der ist natürlich nicht scheiße, aber es bleibt ein Papphirsch. Und also behaltet das bitte im Hinterkopf. So. Des Weiteren, was ihr auch bitte noch im Hinterkopf behalten müsst, das tue ich nämlich auch ständig und grüble, wenn ich den kleinen Camcorder mitnehme, dann brauche ich noch ein zusätzliches Ladekabel, das ich noch gar nicht besitze, weil ich momentan lediglich einen Netzanschluss zum Aufladen von dieser Kamera und diesem einen Akku, da habe ich auch nur den einen Akku für, der würde auch reichen, ich will ja keinen zweiten mitnehmen, der ist ja riesengroß, der hat Wahnsinnskapazität, der reicht für 2,5 Stunden Aufnahme, aber ich müsste mir extra noch ein entsprechendes Ladegerätchen besorgen, damit ich das Ding auch über USB aufladen kann und das ist ein bisschen nervig. Ich meine, ihr könnt natürlich beschließen, dass ihr mir das antun wollt. Vielleicht tut ihr mir auch was Gutes. Ich weiß es ja eben nicht. Aber irgendeine Möglichkeit, das Teil unterwegs aufzuladen, bräuchte ich schon. Der Netzanschluss, der hilft mir halt nichts, weil Steckdosen gibt es ja nicht unterwegs. So, und das spielt also schon auch noch eine gewisse Rolle. Von den Speicherkarten her ist egal, die nehmen alle die gleiche, alles SD-Karte. Der Gedanke, 3 Kameras mitzuschleppen, ist aber schon irgendwie komisch, ne? Weil ich habe die Spiegelreflex sowieso dabei zum Fotografieren. Ja, ich will ja auch gerne fotografieren, deswegen will ich ja auch unbedingt eine gescheite Fotokamera auch dabei haben und nicht nur was zum Filmen. Dann habe ich noch eine Action-Cam. Wozu habe ich eine Action-Cam? Naja, die ist wasserdicht. Wenn es also super schlechtes Wetter hat und man möchte das trotzdem dokumentieren, dann braucht man irgendeine wasserdichte Kamera. Also muss ich die auch mitnehmen. Was auch wichtig ist, weil ich habe bisher bei allen meinen Touren, wenn schlechtes Wetter war, nicht fotografiert und nicht gefilmt, weil ich Angst um meine Technik gehabt habe, dass die nass wird und dann ist auch wieder blöd. So, das ist jetzt allerdings nicht mehr so, weil ich ja jetzt die Action-Cam habe. Das ist also schon wichtig, die mitzunehmen. Hier ist noch eine 3. Kamera für Tieraufnahmen mitschleppen, die eigentlich nur wegen dem hohen Zoom mitgeschleppt wird. aber effizient wäre es vielleicht ja schon. Also, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es und deswegen gibt es jetzt dieses Video. Und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für jeden, der so nett ist, bei der entsprechenden Umfrage da irgendwie seine Meinung kundzutun. Und gerne auch noch einen Kommentar, wo ihr eure Meinung dann näher ausbauen könnt, wenn ihr wollt. Nur wenn ihr wollt. Ne? Und das hilft mir wirklich sehr und das ist total toll von euch. Und in diesem Sinne, vielen Dank und tschüss.